Hallo zusammen, willkommen zurück zu Weaselware aka PopGhost. Das erste Video mit meinem neuen Mikrofon und ich weiß, es gibt einen Echo-Hall, einen leichten. Aber ich müsste mir sowieso einen Mikrofonarm und eine Spinne besorgen für das Ganze hier, damit das besser funktioniert. Aber fürs erste wird es ja wohl so reichen. Ist, glaube ich, schon mal eine gute Qualitätsbesserung. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Nacht 3. Erstmal, hallo, Maslavis 101, Leiter. Motherfucker. The fantasy, the fun, the safety. The safety, ja, du mich auch, Kollege. Was zum Teufel geht ab? Ach, da, ich drück den. Ah! Aha! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss dann noch den Knopf dort drücken, damit das gültig wird. Gut, jeden Raum runterfahren. Dun 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 dun. Surprise, motherfucker! Oh. Hi, buddy. Okay, ich muss mich beruhigen. Das ist nur ein verdammt fetter Animatronic direkt neben mir. Okay, ich lebe. Oh mein Gott, er hat schon ein zweites Teil. Nein! Das ist echt nicht so nett von ihm. Dass er jetzt schon ein zweites Teil hat. So, jetzt mach den Raum hier runter. Der da geht gleich wieder in den Server ruhen. Gut, jetzt schau ich schon nach hier drüben, damit meine Panik wieder eine Runde runter geht. Dich fach runter, du bist okay. Du bist wieder da, fick dich. Boah, also sicher werdet ihr alles am nervig, ja. Ihr stört mich. Meine innere Ruhe. Sind ich nicht so nett von euch? Nö, du machst das nicht. Du sollst bitte auch bleiben lassen. Er steht wieder dort. Die beiden sind dort drinnen. Ich soll sie vielleicht nicht so lange ignorieren. Die brauchen halt ihre Aufmerksamkeit, ihre tägliche Dosis. Aufmerksamkeit, genau. Wach runter. Dich fahre ich hoch. Die haben heute auch ihre Pillen nicht genommen. Oder? Ich meine, die war das letzte Mal nicht so aggressiv. Dass sie schon da sind. Hab auch nicht mehr genug Aufmerksamkeit gefüttert. Muss auch bei denen, glaube ich, vielleicht sogar etwas aggressiver vorgehen wie gegen PopGhost. Denn die sind momentan einfach einmal um vielfaches aggressiver wie er. Es kann auch nur so mein Gefühl sein, aber ich glaube, die sind momentan recht angepisst davon, dass ich noch relativ lebendig bin. Und noch kein einziges Mal gestorben bin. Ich meine, es ist die dritte Nacht. Man stirbt halt mal auf dem Weg zur dritten Nacht. Gut, er ist weg oder halt eben nicht gut. So. Oh Gott, come on. Meine Erlösung, die ist da, Kaffee. Du, diesmal auch nicht denselben Fehler gemacht, das letzte Mal vergessen, meine mechanische abzuschrauben. Und ich hoffe auch, dass man meine Maus heute nicht so stark hatte, die habe ich hinter dem Mikrofon platziert, weil es nierenförmig
aufnimmt. Das bedeutet, erzähle ich vielleicht mal am Tech-Kanal, okay, wo gehe ich heute lang? Gehe heute steht mir nach da. Da muss ich offenbar später hin. Ich muss sagen, diese Minigames sind fucking gruselig. Sind einerseits fucking ruhig, andererseits werft sie einfach Sounds hinein. Ich mag keine Sounds. Sounds sind gemein zu mir. Okay, offenbar geht's jetzt schick an den Leib. Und ich komme sogar noch durch. Eine diamante Krähe? Warte kurz. Wait. Im letzten Video hatten wir im Minispiel auch eine Krähe, die so diamantend aussah. Diese Roboterkrähe. Nennen wir sie mal Scarecrow. Scarecrow. Julian, du pretty good English. Das ist eine kleine Künstlerspiel, Strecker. Aber so wie es aussieht, sind sie ja Toy Animatronics und nicht die normalen. Okay, vierte Nacht, Party hard, Jungs. Party fucking hard. Come on, move. Ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen. Fuck. I was close to death, bear in mind. I lost most of my memory from before the incident, and the whole event caused a huge stir in the media. I was 18, and with the state I was in, paparazzi wasn't the best. What the fuck? I've been told. An illusion. So I but the illusion is about to end. Ruhe in Frieden, Killer. Warum bin ich jetzt gerade gestorben? Warum bin ich jetzt gerade verreckt? Den Stress, war der Stress mit schon zu hoch, das Mikrofon verdeckt den ganz leicht. Da will ich noch mehr die Stütze, denn da könnte auch mit meiner Mech-Tastatur spielen, die würde nichts hören. Ach, woran bin ich jetzt gerade verreckt? Woran? Wo fucking ran? Ja, ja, bla bla. Gut, die sind auch schon auf dem Weg. Aber ich glaube, zuerst bin ich daran verreckt, dass ich nicht auf den Server umgeachtet habe. Nein, doch. Das heißt, auf den sollte ich vielleicht einen Tacken mehr achten. Da. Ein Panikmeter. Okay, komm mal. Okay, komm schon. Runter mit der Panik. Fuck. Keine Ahnung, wo wer ist. Hast gar nichts mehr. Scheißen Dreck. Oh mein Gott. Runter. Komm schon. Was hat der Panikmeter gerade für Rumspackung? Muss die von mir fernhalten? Ich hab gerade echt Druck hier. Das ist auch bald wieder on the fleek. Ich kann nichts sagen. Ach, bin slightly beunruhigt vom Status von dem Ding, das sie hinter mir zusammenschrauben. Vielleicht in einen von den beiden Räumen rein. Bye. Warte mittlerweile nur noch darauf, bis ich denen die Hitze ins Maul geben kann. Ich habe einen Verdacht, dass der Raum war, in dem man drin ist.
kann man auch einmal um 180 Grad getäuscht haben. Der Marco fragt mich, wo ist er? Boah, das war jetzt mehr wie nur knapp. Und es ist 3 AM. Die Hälfte der Nacht und es eskaliert. So sieht's halt aus auf der Arbeit. Wie am Weihnachtsgeschäft. Alle eskalieren irgendwo und nichts funktioniert. Ich liebe meine Arbeit. Oh, das klappt bald fertig mit dem Ding hinter mir. The fuck? Die Uhrzeit geht auch in Slow-Mo an mir vorbei. What the fuck? Ich war ja schön in meiner Panik. The fuck? Puh. Ich brauch mehr Kaffee. Okay, volle Konzentration, Killer. Du darfst. Du musst. Dich konzentrieren. Eine der schwierigsten Aufgaben für ein wildes Killer. Okay, die Nacht, glaube ich, baut noch auf einem ganz anderen Punkt Stress auf. Es dauert sau lange. Ob ich damit recht habe, weiß ich erst im Schnitt. Denn ab dann kann ich mir sowas überhaupt dran angucken, ob sowas überhaupt stimmt, solche Aussagen. Kann auch sein, dass ich mittlerweile komplett am Rad drehe und mich einfach alles einbilde. Ich bin nicht verrückt. Nein. Gehirn. Stop it. Nope. Okay, gut. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das heißt also, mein Handyrand zeigt mir an, wie schlimm es um das System im Allgemeinen steht. Das ist good to know. Hätte mir auch jemand freundlicherweise mal sagen können, dass ich nicht dauernd den Raum da kontrollieren muss. Sondern dass es auf Dauer viel produktiver ist, wenn ich einfach nur auf das Ding da oben achte. Denn so muss man auch noch zur Seite drehen, denn dadurch spare ich noch mehr Zeit. Kann mich einfach nur auf zwei Gegnerarten konzentrieren. Und muss nicht dauernd noch einen dritten Raum überprüfen. Ist genau das passiert, was ich verhindern wollte. Ich habe ihn aus dem Auge verloren. Weil ich eben eine Bewegung mehr wie sonst gemacht habe. Was lernt man aus der Geschichte? Mach keine Bewegung nicht. Jetzt gerade eben habe ich ihn zu oft aus dem Auge verloren.
Und es kann gut sein, dass ich jetzt an dem dauernd aus dem Auge verliere. Kratze ab. Nein! Ach, nö, 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 komm schon! Fucking Laser Sights! Aufheizen! Aufheizen! Schneller! Nö! Nö! Ihr könnt mich doch mal bitte alle in Ruhe lassen! Wir können es uns gemütlich machen. Ein wenig Videospiele spielen. Gleich ein paar YouTube-Videos von einem guten YouTuber wie Killer HD anschauen. Und einfach entspannt miteinander sein. What the fuck? War das jetzt mein echtes Handy oder war das jetzt irgendein lustiger Ingame-Sound-Effekt, von dem ich noch nichts weiß? So. Ich glaube, ich bin ganz gut dran, ne? Lass auch nicht auf den letzten Metern noch versauen. Weil ich glaube, mit den beiden Damen da oben kann man es auch einfach so richtig einmal in die Scheiße reinrennen. So richtig schön matschig reingerannt. Der macht gleich schon wieder etwas. Ausschalten, was er auch immer da macht. So. Ich bin der beste Kommentator ever, oder? So, ja, ja. Überhaupt nicht einschläfern, könnte meine Videos zum Einschlafen gucken. So, dann dreht er sich auf einmal von irgendwelchen lustigen, ganz lauten. Da, 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 da. Sounds geweckt werdet. Oh, das war ein gutes Knacken, das war richtig schön. Wisst ihr, alle sagen immer, Julian, warum warst du nicht kalt? Ich so, ich bin Schweizer. Und sie so, wir sind aber auch Schweizer. Nein, wir sind auch Schweizer. Und es so. Ich kann's halt. Und sie so, das ist keine gültige Aussage. Und es so. Halt, stopp! Und sie so, well, that escalated quickly. Und ich so, was hat mein Gehirn schon wieder für Anfälle? Oh, jetzt kann ich hier entlang. Da konnte ich ja vorher nicht entlang. Das erinnert mich an eine Kleinigkeit. Und zwar, der hat ja von einer riesigen Bluttransfusion gesprochen, die erst genehmigt werden mussten, und zwar ein großes Experiment. Das sah sehr experimental aus, just saying. Den Schreiber würde ich behaupten, war das ein Bild von diesem Experiment? Was hat Mängel damit zu tun? Okay, da jetzt noch die fünfte Nacht startet, würde ich sagen, was mit diesem Video? Die fünfte Nacht seht ihr im nächsten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.